Moin Moin und seid recht herzlich gegrüßt hier zurück bei Silk Road auf dem Privatserver Silk Road. Und ja, das Spiel hat Suchtpotenzial. Ich musste das einfach mal wieder ausgraben. Ich hatte da wieder voll Bock drauf, Leute. Und ja, wir machen heute mal einen Trade von Donmang nach Yangang mit meinem Elefantchen. Mit meinem Frechophanten hier. Ja, sieht aber geil aus. Ne? Sieht aber geil aus und hat mich auf jeden Fall ein paar Silk gekostet. Ja, ist nicht sehr teuer, aber immerhin für ein paar Silk bekommt man da halt 11 Stück für. Und einen habe ich schon zu Testzwecken mal verbraucht und verballert. Aber ich habe noch ein paar. Und ja, ich habe mir hier noch ein paar Pötte besorgt. Hier Recovery Kits. Damit ich unterwegs von den Thieves, ja, wenn ich von den Thieves hier angegriffen werden sollte, also von den KI-Thieves, ich mache hier einen Safe Trade. Also One Star. Und ja, ich habe mir hier ein paar Klamotten besorgt, hier Leder, ne? Ich habe mir Leder gekauft für 1,4 Millionen und leider konnte ich mir das selber nicht leisten, deswegen musste ich ein bisschen Geld schnurren, Gold schnurren. Ich sage jetzt nicht von wem, aber trotzdem Dankeschön, ne? Du weißt Bescheid. Und ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir doch mal los. Ab nach Yangan. So, ich brauche die Minimap. So, nochmal fixieren. So, wenn wir aus der Stadt komplett raus sind, in der Gobi-Wüste, dann... Ach, ich habe noch was vergessen. Moin, da bin ich. Ich wollte es heute mal mit Facecam machen. So, ja, gleich sind wir auch raus aus der Area. Okay, gut, jetzt sehe ich die Map. Wir müssen auf jeden Fall darüber. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Warte mal, ich wollte noch eben hier... So, das wollte ich jetzt noch hier runterziehen, damit ich weiß, wie viel HP der noch unterwegs zur Verfügung hat. Der hat 30.000 HP. Und wir müssen auf jeden Fall zur Fähre. Teleportieren ist nicht. Leider. Ja, so ist das Spiel halt. Ne? Man läuft halt von A nach B und von B nach Z. Okay, jetzt greifen mich schon hier die Passivs. Ja, okay, ein Thief greift mich gerade an. Aber das ist ein KI-Thief. Ich hoffe, es hat keiner bemerkt, dass ich losgelaufen bin. Also von den normalen Real-Spielern. Von den realen Playern. Ja, gut. Jetzt brauche ich nicht unbedingt recovern, aber... Ja, der macht mir nicht so viel Schaden. So bei 80% oder so, da mache ich auf jeden Fall Recovery. Da zoomen wir noch ein bisschen raus. Ich glaube, da nehme ich mal die... wer ist das hier? Das User-Interface nehme ich mal raus, damit dort mal Vollbild läuft. Also ohne User-Interface, bla bla. So, wo sind wir? Oh, scheiße. Nee, geht gar nicht. Ich brauche doch die Map. Bin ich denn blöd? Oh Mann, bin ich selten blöd, Leute. Und dann... nee, da wollte ich nicht lang. Ich wollte zu der einen. Oh, jetzt laufen mir auch noch Ghosts. Was sind das hier? Earth Ghosts. Laufen mir noch hinterher. Ich glaube, der Thief hat schon aufgegeben. Kann das sein? Auch nicht schlecht. Okay. Also das User-Interface lasse ich auf jeden Fall an, weil sonst sehe ich ja die Map nicht. Mann, bin ich selten blöd, Leute. Oh, Mann. So, dann müssen wir jetzt gleich hier rechts abbiegen, denke ich mal. Oder hier links oder rechts? Nee, rechts. Ja, ja, haut mal drauf. Ich kann mich sowieso recovern. Ich habe genug Recovery-Kits. Mal gucken, wann die ganzen Thieves kommen. Ich glaube... Das ist nicht so heftig wie bei dem, bei der offiziellen Version von Silk Road. Weil da laufen die auf jeden Fall so 3 Stück von Thieves hinterher. Die wollen dir nämlich dein, ja, deine Ware abnehmen. Natürlich erstmal den Transporter killen und wenn er die dann fallen lässt, ne, dann hast du Pech gehabt. So, jetzt muss ich mich konzentrieren hier links. Ich hätte vielleicht auch noch ein paar von den... Von den, wie heißt es hier, Universal Pills mitnehmen sollen für den Elefanten. Aber das ist halb so wild. Das steckt er schon weg.
Ich habe mir natürlich extra einen starken Transporter hier besorgt. Ne? Ich kann natürlich auch selber laufen. Von dem Elefanten absteigen und der läuft mir dann hinterher. Oh, ich bin falsch abgebogen. Oh, ich bin da falsch abgebogen. Ich lenke mich hier gerade selber ab. Tommy, hör auf zu labern. Gott. Ja, ja, komm, haut mal drauf, was das Zeug hält. Ich halte das eher aus. So, da ist schon die Fähre. Und es gibt ja auch noch einen Grund, warum ich nach Yangang laufe und nebenbei einen Trade mache. Ich habe hier eine Quest, die ich abliefern muss. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Und Thieves? Ja gut, okay. Jetzt haben wir Thieves. Aber die sind halb so wild. Wir sind jetzt sowieso bei der Fähre angekommen. So. Nochmal klicken zur Sicherheit. So. Ab nach Yangan. Ich glaube, da wird es noch ein bisschen heftiger. Ich hoffe nicht. Moment, ich wollte nochmal kurz... Weil alles schließt sich nach dem... Oh, dann machen wir jetzt auch nochmal... Oh. Da. Da ist es. Auf F4 habe ich es gelegt. Genau. So, jetzt brauche ich noch die Minimap. Anpinnen muss ich erst jetzt. So. Naja, ich kenne die Wege auswendig, ne? Ich kenne die ganze Map auswendig, aber zur Sicherheit trotzdem noch die Map anmachen. Ich würde jetzt gerne einen Schluck Bier nehmen, aber... ich muss mich hier konzentrieren. Hätte ich gerade machen sollen, als ich noch beim... ja, bei der Ferry war. Ich hoffe, die Mucke ist nicht zu laut. Aber beim letzten Mal, als ich aufgenommen habe, war es ein bisschen zu laut. Da musste ich die Aufnahme leider löschen. Das ging über den Pegel hinaus. Ah, die Tiger sind halb so wild. Die machen kaum Schaden. Das sind Level 18. Ah. Halb so wilde Tiger. Tiger! Tiger-Tanga! Nee, es ist von der Leoparde! Wer den Film kennt, voll normal. Mit Tommy und wie ist der andere nochmal? Oh Mann, ey, weiß ich jetzt nicht mehr. Hier der Italiener, mit dem er zusammenarbeitet. Ist doch voll normal! Ist doch voll normal! Ey, voll normal, ey! Ja, jetzt schweife ich wieder ab, aber, ne? Yeah. Bisschen Spaß muss sein. Ja, mein Elefant hat ein bisschen was abgekriegt. Naja. Komm, der hat noch volle HP, Alter. Was ist los? 99% hier. Und ja, ein Thief rennt mir hinterher. Das ist ja Pillepalle hier. Das ist alles Pillepalle und easy peasy. Ja, komm. Warum recovere ich eigentlich? Irgendwie aus Reflex, ich weiß auch nicht. Wenn ich keine 100% sehe, dann muss ich auf jeden Fall recoveren. Ich weiß nicht warum. Ach man, ich glaube, ich sollte mal den Finger von der Taste lassen. Oh. Nicht mehr weit. Hm, läuft die Map überhaupt mit? Ja. Der Tiger versucht mich hier zu killen, aber vergeblich. Und der Steve auch. Dass nicht mehr hinterher rennen, das ist irgendwie ungewohnt. Ich habe immer irgendwie bei einem Safe Trade mindestens drei Steves hinter mir. Und natürlich die Mobs, ne? Ja komm, recover wir mal eben. Kann ich ein Stückchen Bier nehmen? Aber mach mal voll da. So. Elefant läuft sowieso. Ja, laufen wir mal über den Hügel. Weil da sind ja mehrere Brücken, da wo ich rüber könnte. Wenn ich jetzt oben links rüber gehen würde, würde es ein bisschen länger dauern, aber bekanntlich ist ja der kürzeste Weg eine Gerade. Anstatt da kreuz und quer durch die Gegend zu latschen, latschen wir einfach mal geradeaus, ne?
So, recovern. Dann können wir ja gleich nochmal einen Trade hinlegen, würde ich sagen, oder? 10 Minuten sind schon vergangen. Ja, das hat so seine... ja, seine Zeitfresserei hier bei einem Trade, ne? Eile mit Weile. In der Kürze liegt die Würze. Ja, nochmal recovern. Ja, wenn ich so 80% sehe, dann recover ich auf jeden Fall. Einmal drücken reicht dann völlig aus. Meine hält ja sowieso viel aus. Ich hoffe, die Beleuchtung bei dem Spiel ist in Ordnung. Oh, ich sehe gerade so ein bisschen gekrissel in der Cam. Scheiße! Okay, ich mach mal kurz aus. Sobald ich in der Stadt angekommen bin, muss ich mal kurz bei der Cam den Filter ein bisschen einstellen. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr Beleuchtung hinzufügen. Weil das Greenscreen, der Greenscreen sah jetzt gerade irgendwie komisch aus. Meine Augen sahen irgendwie so dämonisch aus. So, rechts ist die Brücke. Ich habe das voll nicht bemerkt, dass die Cam so scheiße ist. Ich hätte ein bisschen mehr Beleuchtung anmachen sollen. Ja, das Ringlight von meiner Facecam ist hier irgendwie nicht gerade intensiv genug. Zusätzlich benutze ich das Licht von meiner Cam, von meinem Handy. Ich müsste mir jetzt mal in nächster Zeit mal ein Ringlight besorgen. Eine vernünftige Beleuchtung auf jeden Fall. Ich könnte die Aufnahme natürlich auch wegschmeißen, aber das mache ich nicht. Auch wenn es ein bisschen scheiße läuft. The show must go on. Ups, das war die falsche Taste, das wollte ich nicht. So, links ist Yangan. Ja, die Mobs, Level 1, die können mich... die können mir gar nichts. So, erstmal recovern, bevor hier wieder ein Thief kommt. Ja, die Thieves hauen komischerweise ab, wenn man die ganze Zeit läuft. Finde ich gut. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, dass sie sich einfach von einem... ja, abkoppeln und nicht mehr hinterher rennen. Naja, ist bei den Mobs auch so, ne? Wenn du weiter geradeaus läufst, laufen die dir auch irgendwann mal nicht mehr hinterher. Das ist von der KI her perfekt. Und ich sehe gerade, es kommt mir jemand entgegen von der Akademie. Oh, da ist ein... ja, okay, das ist ein normaler Thief. Ah, da ist er. C5. Das ist einer, der in der Akademie ist. Keine Ahnung, warum der mir jetzt hinterher läuft. Mir scheißegal. Wollte bestimmt nur gucken oder ist irgendwie verblüfft gewesen, dass hier ein Elefant durch die Gegend läuft. Nee, ich will jetzt keine Party. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Verpiss dich. Warum rennt der mir jetzt hinterher? Ist der besoffen? Ich habe noch nicht mal heute so viel getrunken wie der anscheinend. Warum läuft der mir hinterher? Neugierig oder was? Ja, okay, das ist natürlich die Natur des Menschen, ne? Man ist halt neugierig. Was macht der da? Was tut der da? Weshalb hat der einen Elefanten? Woher hat er den? Ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich bin jetzt sowieso auf der sicheren Seite. Ich gehe mal kurz, nee, warte mal. OBS. So. Ich wollte mal kurz wegen der Facecam hier mal eben den Filter einrichten. Dafür mache ich mal kurz den Facecam wieder an. Ja, jetzt ist wieder alles im Lot, ne? Also man sieht auf jeden Fall meine Fresse wieder ordentlich gut beleuchtet. Na gut, bisschen gekrisselt, wenn ich durch die Kamera fahre. Ja, gut. Ich denke mal, das liegt an dem Grün hier im Spiel, dass das hier... ne, eigentlich wird das ja rausgefiltert. Was laber ich eigentlich wieder für eine Scheiße? Keine Ahnung, das war bestimmt irgendein Fehler von der Cam, keine Ahnung. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder auf
sicheren Ebene und liefern jetzt erstmal das Zeug ab. Ich weiß aber jetzt, wo es hingeht. Naja, wenn ich jetzt absteige, läuft mein Char schneller als der Elefant. Der läuft dann genauso langsam. Aber ein Elefant hat halt viel HP und ist langsam. Also es gibt auch Transporttiere, die schneller laufen, aber weniger HP haben. Dann nehme ich doch lieber das in Kauf, ne, dass er langsamer läuft und mehr HP hat. Oh, die Mucke im Hintergrund, ne, wie ich die vermisst habe. Ich meine, das ist zwar Loop, ne, läuft immer wieder das gleiche, aber also pro Stadt immer unterschiedlich, aber trotzdem. Was willst du? Was will der von mir? Leck mich am Arsch, du Idiot. Keine Ahnung, warum der jetzt hinterhergelatscht ist. Sell all. So. Mal gucken, wie viel Kohle wir bekommen haben. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich Kohle bekommen. Steht das hier im Bot vielleicht? Kann das sein? Artemis? Ne, kann ich nicht sehen. Also das läuft dann nur, wenn der Bot läuft. So. Ja, gut. Ich mache mal heute ein bisschen längere Aufnahme. Warte mal, ich wollte noch mal kurz was schauen. Was willst du, C5? Ich schreib dir mal an. Der geht mir auf den Sack. Ach nee, das wollte ich gar nicht nachgucken. Ich wollte jetzt erstmal hier die Trade Expo Export Informations nachlesen. Was ich für... Warte mal, was gibt es überhaupt für Items? Muss ich mal kurz vorher gucken. White Silk, Red Silk. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. So, ich will wieder zurück nach Donwang. Dann nehmen wir doch weiße Seide mit. Kriege ich auch nur 218%, wenn ich ein bisschen weiterlaufe. Ne, warte mal. Ach, da sind noch ein paar andere Sachen, die sind ja gar nicht vertreten. Die sind in anderen Städten. Wie Rotan, Konstantinopel, Samarkand oder sonst wo. Dann nehmen wir mal weiße Seide mit. Ach so, ja klar. Das war die Informationsliste. Nee, ich wollte keinen... Falsch geklickt. Nehmen wir mal weiße Seide mit für einen Star. Zwei Star ist kein Safe Trade, deswegen... Nehmen wir einfach mal One Star mit. So, jetzt haben wir Safe Trade Nummer 2. Ich hoffe, die Facecam macht keine macht wieder keine Faxen. So, dann laufen wir mal wieder nach nach Donwang. So. Ach, ich wollte noch was abliefern. Genau, ich wollte noch was abliefern. Eine Quest, genau, genau, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, wo muss ich denn hin? Donwang Herbalist, Yangang Grocery Trader. Sind wir doch direkt hier. So, da müssen wir hin. Liefern wir mal kurz die Quest ab. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oh, nein, 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 falsch, falsch, falsch. Ich wollte nichts kaufen, ich wollte eine Quest abliefern. So. Okay, bevor es weitergeht, nochmal kurz ein Schlückchen von meinem Bierchen. Und ich mach mal kurz hier eine extra Beleuchtung. Eine Halterung für mein Handy. Und zwar ein Stativ. Das hänge ich mir natürlich wieder hier hin. Den zweiten Monitor. Vorher die Beleuchtung anmachen, Tommy. Heute mache ich mal eine längere Aufnahme. Ey, nein, 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 das wollte ich nicht. Komm schon. Boah, ich will nicht ins Menü, du Scheißhaufen. Boah, jetzt erkennt er die ganze Zeit mein Gesicht hier. Ich habe hier Gesichtserkennung. Und wenn er mein Gesicht erkennt, dann öffnet der normalerweise automatisch hier. So, das brauche ich auch noch. So. Eingang. So, jetzt ist die Beleuchtung schon viel besser. Viel, viel besser. Besser ist das. So, dann gehen wir doch mal nach Donwang zurück. Mit einer Ladung Silk. So, dafür brauche ich auf jeden Fall jetzt noch hier die Information vom Elefanten. Damit ich weiß, wie viel HP der... Ja, damit ich weiß, dass das voll ist. Und die Minimap.
Einfach mal so zur Sicherheit. Na gut. Wird der sowieso... Ey, was will der von mir? Hau ab, Alter! Haben mir jetzt geschrieben, dass er sich verpissen soll. Der hat einen Trace an der Arsch. Das gibt's nicht. Ich will jetzt nicht absteigen und den abmurksen. Der gehört zur Akademie. Scheiße. Warum hat er mich getraced? Ist er besoffen? Alter, verpiss dich! Hier wird dann nochmal geschrieben. Dude, piss off. Ich könnte natürlich das Spiel einfach mal neu starten. Aber ich weiß nicht, ob der Elefant dann noch da ist. Und meine Ladung. Ach, scheiß was drauf. Scheiß was auf diesen Vollhonk. Keine Ahnung, was für ein Level der hat. Könnte ich im Bot nachgucken. Warte mal, ich guck mal im Bot nach, was für ein Level der Affe hat. Wo war das? Other Players. Okay, sehe ich jetzt nicht. Klar, ich bin ja im... wo muss ich... Warte mal. Da. Nicht, dass ich einen zu langen Weg nehme. Ich glaube, da hinten war es, ne? Ja, gehen wir... Ne, gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang. Hier ist auch okay. Hier ist auch okay. Der läuft mir immer noch hinterher. Was für ein Arschloch. Verpiss dich, Alter. Was willst du von mir? Willst du dem Elefanten in den Arsch kriechen oder was? Oh Mann. So, jetzt muss ich aber auf jeden Fall den Finger auf der Taste lassen, nicht, dass mir der Elefant hier abgemurkst wird. Mein Frechofant. Ich würde dem gerne einen Namen geben, aber das geht nicht. Ist ja kein Haustier. Ist ja nur ein Transporter. In der guten alten Zeit, wo es keine... Ja, ich weiß nicht, ob da schon Räder gab, ob da schon das Rad erfunden wurde, weiß ich nicht. In der Ming-Dynastie, also ich denke mal, das ist hier so... Ne? Ich habe halt einen Chinesen, ne, und man kann hier von Yangan bis nach Alexandria latschen. Das könnte man auch machen, aber das ist ein ziemlich langer Weg und das will ich hier bestimmt nicht machen. Gut, die Aufnahme wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Wir sind jetzt schon bei 22 Minuten, sehe ich gerade. Aber das ist halb so wild. Der Weg ist nicht so lang, von einer Stadt zur anderen. Ja, mir rennt schon ein Thief hinterher. Keine Ahnung, warum der mir immer noch hinterher rennt. Ist mir auch völlig wurscht. Ja, wenn ich in die Ferne klicke, dann läuft er sowieso von alleine. Bis zu dem Punkt, wo ich angeklickt habe. Oder den ich angeklickt habe, ist richtig. Eigentlich grammatikalisch. Ist auch völlig wurscht. So, ihr wisst Bescheid, was ich meine. So. Lalalala. Wir flanieren durch die, ja, durch die Pampa, würde ich sagen, ne? Welche Ecke von China ist das eigentlich? Ich weiß das jetzt gar nicht. Machen wir mal große Map. Steht hier nicht, ne? Hm, keine Ahnung, welche Ecke das von... Ich glaube, das ist Westchina oder so. Yangan, also ich glaube, Yangan müsste die verbotene Stadt sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Also die ist auf jeden Fall so aufgebaut, wie die verbotene Stadt. Und der rennt mir immer noch hinterher. Naja, gleich nicht mehr. Wenn ich in der Stadt angekommen bin, werde ich auf jeden Fall die Aufnahme hier beenden und Feierabend machen. Und ja, da hinten in der Ferne sieht man das Bandit Fortress. Ich glaube, das hat bis heute noch keiner eingenommen.
Ja, ein bisschen kriselt es auf jeden Fall noch in der Kamera. Ich weiß nicht warum. Liegt wahrscheinlich am Filter. Mach mal kurz aus. Mal wieder. Ich gehe mal kurz hier rüber. Der kann ja von alleine latschen. So, einmal kurz hier den Filter. Mal eben Gekrissel hier ein bisschen entfernen. So, jetzt denke ich mal, ist in Ordnung. So, zurück ins Spiel. Facecam wieder an. Ja, jetzt ist das Gekrissel weg. Das ist doch gut. Ja, kleine Mankos gibt es auf jeden Fall. Leider. Wenn die Einstellungen nicht dementsprechend eingestellt sind. Ach, ich weiß nicht, warum ich immer die Map hier an- und ausmache. Ich bin doch selten blöd. Das ist irgendwie Angewohnheit. Bin an die große Map gewöhnt. Gehen wir jetzt zu der ersten Fähre oder zu der zweiten? Die zweite wäre, glaube ich, ein bisschen kürzer, oder? Ja, die zweite wäre kürzer. Dauert zwar noch ein bisschen länger, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Denn heute wollte ich mal eine Runde traden. Und das frisst auf jeden Fall Aufnahmezeit. Ich denke mal, die Aufnahme wird so ungefähr knappe 40 Minuten betragen. Ich hoffe mal nicht. Aber allzu groß sollte die Datei dann auch nicht werden. Hoffe ich zumindest. Naja. Mal gucken. Nach der Bearbeitung werde ich es ja sehen. Rein theoretisch könnte ich auch mal ein paar höhere Trades machen, aber dann kommen auf jeden Fall mehr Thieves und dann ist das nicht mehr sicher. Dementsprechend könnten mir dann die Real-Life-Player könnten dann auch hinterherrennen und mir die Beute streitig machen. Beziehungsweise, was heißt hier Beute? Das Trade-Gut. Je nachdem, was man transportiert. Aber da hier sowieso nicht so viele Spieler auf dem Server sind, gerade mal unter 100. Ich weiß nicht, ob da auch Hunter und Thieves als Job, rumrennen. So, ne? Also mir ist das egal, ich will auf jeden Fall traden und Geld machen. Man könnte auch natürlich mit, ja, als Hunter oder Thief Geld machen, indem man halt als Hunter mitrennt und die ganzen Thieves dann platt macht, während einer tradet. Oder halt als Thief dann halt, die Beute abgreift. Was heißt hier Beute? Also den Trader ausbeutet. So ist richtig. Ja, die HP wird sowieso jetzt gleich wieder aufgefüllt, sobald ich hier rüber bin. So. Ab nach Western China. Jawohl, das ist Western China, stimmt. So, dann gehen wir noch wieder durch die Ravine. Oder besser gesagt, ja, ich weiß nicht, was das ist. Canyon, genau, das Canyon war es. Das ist ein Canyon. Oh, okay. Da muss ich wieder umschalten. So. Jetzt haben wir wieder voller HP. Ich brauche die Minimap. Ja, eine halbe Stunde ist schon um. Sobald wir in der Stadt angekommen sind, sobald wir die Ware abgeliefert haben. Ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und so, ne? Ihr kennt's. Einfach die Glocke klicken, tut keinem weh. Das Portemonnaie wird auch nicht beansprucht. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn ich irgendwann mal... Oh Mann, ey, warum mache ich denn jedes Mal die Map an und aus? Bin ich denn blöde oder was? Oh Gott, bin ich denn scheiße im Kopf? Ah, das ist so eine blöde Angewohnheit. Ich muss mich echt wieder dran gewöhnen. Oh Gott, jetzt haben wir schon 70% hier. Jetzt muss ich mal wieder hochschalten hier, also hochpumpen. Ja, zum Glück haben wir auf jeden Fall ordentlich Recovery Cats mitgenommen.
Und nicht mehr lange, dann sind wir in Donwang angekommen. Zweiter Trade ist dann beendet. Ich glaube, ich sollte da noch ein bisschen am Filter arbeiten, weil irgendwie sehe ich da so einen kleinen grünen Schimmer an meinem Stuhl. Ja, liegt ja wahrscheinlich an der Beleuchtung, weil Greenscreen halt. Ich habe einen Greenscreen an meinem Stuhl befestigt. Ich werde mir jetzt die Tage mal einen richtigen Greenscreen besorgen, der ein Roll-Up-Greenscreen. Den kann ich dann wenigstens besser verstauen und dann hab dann nicht immer so eine Art Satellitenschüssel hinter mir, weil ein Kollege kam letztens rein. Aber war das du da, Alter? Bist du jetzt eine Satellitenschüssel oder was? Das sieht echt so aus, weil ich habe hier so einen runden Greenscreen an meinem Stuhl befestigt. Hier hinter mir. Ja, und der ist nicht gerade groß. Wenn ich jetzt so ein bisschen hin und her wackel, sieht man jetzt nicht wirklich meine Wohnung. In alten Videos sieht man meine Wohnung noch, aber ich wollte unbedingt einen Greenscreen. Oh, ich muss darauf achten, dass ich hier die HP wieder auffülle. Ja, wie gesagt, ich wollte halt einen Greenscreen haben, weil viele Let's Player, YouTuber halt auch einen Greenscreen benutzen. Und nicht unbedingt den Hintergrund hier zeigen wollen. Aber naja, es gibt auch viele, die einfach nur ohne Greenscreen arbeiten. Aber ich find's geil. Ich find's geil, das ist eine geile Spielerei. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt in Donwang angekommen. Und ja, liefern wir mal eben ab. Und wie ihr seht, ich habe jetzt schon Level 37. Ich habe jetzt so den Bot ein bisschen machen lassen. So, dauert nicht mehr lange, dann sind wir beim Trader. Oh, bis der da angekommen ist, Alter. Da ist schon viermal der Schnee über den Onkel Fickerberg hier geknallt, ey. So. Da um die Ecke ist er. Und ich würde sagen, mache ich mal schon mal die Cam aus. Ja, liefern wir mal eben ab. Da war es, genau. Sell all. Mhm. Was haben wir bekommen? Ja, so um die 2 Millionen, ne, haben wir jetzt bekommen. Also in Yangang haben wir auf jeden Fall auch so um die 2 Millionen bekommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier Feierabend, mache gleich noch ein ein Thumbnail. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr weiter Silk Road sehen möchtet, beziehungsweise wie ich hier halt trade oder irgendwelche Mobs platt mache oder, naja, PvP ist nicht so mein Ding. Aber, wenn ihr Bock habt, dann schaltet weiter rein und ich sage Dankeschön nochmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao mit au.